Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Okay. Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Okay. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Das will er nicht verpassen. Ja, ja. Erstmal rumjammern, aber dann doch. Ja, Weltenschlange ist schon cool. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort. Ja. Das war wieder klar. Bauch der Bestie. Magensäure. Lustig. Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals als Kind. Damals als Kind. Du bist immer noch ein kleiner Junge. Tu nicht so, als ob du 300 Jahre alt wärst. Schlimm wie erwartet, wie fermentiertes Heidbier. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Ich sehe etwas im Wasser. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Ich würde dasselbe sagen. Ja, ja. Da, der Hammer. Erstmal die Kiste. Dass das der Hammer war. Ey, was diese Schlange alles schon gefressen hat, ey. Ja. So, danke. So. DD einmal wieder. Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen.
ist das? Das wirkt wie ein ganzer Teil einer Brücke. Ja, ist ja wo ohne Körper leben, ja. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Fresskoma gefallen, naja. Denn WB Ellie. Ey, die Schlange wird auch immer größer. Ja. Aber ich weiß ja nicht. Also ich würde so Statuen und Brücken und sowas finde ich jetzt nicht gerade gut verdaulich. Hier geht's runter. Intakt. Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Ich sehe etwas im Wasser. Mhm. Was? Ach, da ist noch. Ja. Wie sagen wir der Schlange eigentlich Bescheid, dass wir wieder raus wollen? Also ich könnte ihr jetzt so von innen mit so einer Axt oder den Chaos klingen. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandr's Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Ja, wie du bist die Weltenschlange. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Mhm. Mit Maul öffne dich. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Ich hab dich. Ei. Einen wunderschönen Anton. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Ah, Freya. Freya. Wir können ihr noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt.
Warum stehst du denn Steckt so weit Baldur hin? Nicht immer noch in Helheim? Was ist los? Was ist passiert? Da! Ah, da ist er. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung? Auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle. Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar... Du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Ach Mann. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Yeah! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Bös? Was ist das? Ha! Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, Baldur schlug auf den... Zeit, Ellie. Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann
kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Hm? Oh, da. Okay. Ich fühle. Wie er sich freut. Alter, jetzt lass mich doch mal hier, danke. Wo ist er? Da ist er. Kann es sein, dass die Chaos-Klingen keinen Schaden machen? So, warte, er ist gerade... Jetzt muss ich... Atreus! Ich bin hier oben!
wunderbar. Hab mich nie so lebendig gefühlt. Aufhören! Lieber! Ei, Alter. Wo ist er hin? Bitte mal. Danke. Hoi. Das war knapp. Ja, Alter. Das ist der Riese, der da eigentlich tot lag. Mit dem Meißel im Kopf. Nee, das ist schon Riese. Dein Namen, ey, der hat einen Namen, ja, aber ich weiß ihn gerade nicht. Prost. Bitte! Es ist ja schon genug Leid. Sei still, Mutter! So lebendig. Ironisch, oder? Warum sterbt ihr denn?
Tja. Wo ist er hin? Da ist er. Muss ich wieder die Axt nehmen. Doch nicht die Axt. Jetzt brauche ich die Axt. Machen wir noch einen. Nicht? Okay, dann nicht. Jetzt ruft er auch noch die Schlange, ey. Nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Hm. Dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein.
Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel. Ist das dein fucking Ernst? Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind, ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Hm. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Diese Reise, solange ich die Kraft habe.
Ui. Ja. Hallo, Nexus. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jotunheim wartet. Was haben wir Baldir denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Ja, Kratos war schon immer so glatzköpfig. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay. Nexus, weiß ich nicht. Das sieht ja jetzt schon so ein bisschen danach aus, als ob wir dem Ende nah sind. Dass wir das heute noch beenden könnten.